Halt. Matze? Hm. Warum kommst du? Was ist denn los mit dir? Ich habe ersten Arbeitstag. Kennst du das? Ja, nee, Montag. Kaffee trinken, Fenster gucken, rumbrüllen, alles scheiße finden, alles anzünden, Feierabend. Achso. Bin jetzt bei Feierabend. Hallo, Bock, keine Ahnung, Welt. Der Matze ist ein bisschen durch, weil Montag ist. Der hatte Urlaub, jetzt muss der wieder arbeiten. Guckt euch mal an, wie der aussieht. Wie ein Schluck Wasser an der Rechtskurve. Ja, wie immer hier vor der Kamera der Matze und Lutze. Und wie man sieht, wenn wir vor der Kamera sind, sind wir wieder nett und freundlich. Meistens jedenfalls. Ausnahme steht in die Regel. Guck mal, wie er die Mundwinkel wieder mit Klebeband nach oben gezogen hat. Ferienzeit ist Regenzeit, hat gut geregnet. Draußen ab und zu scheint die Sonne, aber kalt ist es nicht. Ist nicht Schluss im Waldbad? Och, das ist so durchwachsen. Also es ist nicht überfüllt, muss ich sagen. Also man hat genug Platz. Man nennt es heutzutage Corona-konform. Genau. Und weil ja so manche Leute nicht baden gehen wollen, haben die Fußball geguckt, war ja EM gewesen. Und selbst England gehört noch zu Europa, auch wenn manche sagen, die sind nicht EU. Ja, das sind ja auch nicht EU-Meisterschaften, sind Europameisterschaften. Und wie verdient hat England verkackt und Italien hat gewonnen, auch wenn mit dem allerletzten gehaltenen Ball. Aber die haben es gewonnen. Ich habe schon immer gesagt, wie clever wäre gewesen. Die hätten sich die ganze Spielerei gespart. Die hätten gleich Elfmeterschießen machen sollen. Ja. Alle auf ein Torwart. Das ist ja wurscht. Und halb zehn weg zu Hause gewesen. Der wird bezahlt. Da hätten die alle durchziehen können. Alle nur Elfmeterschießen. Da brauchen die nicht so viele Spieler. Hm. Die sparen Kohle ohne Ende. Die brauchen auch nur ein Torwart eigentlich. Der muss halten oder nicht. Ja. Wir werden das hier beim Sportverein mal vorschlagen. Ja. Vielleicht kriegen wir für die neue Serie, für die neue Saison mal die Regeländerung durch. Spart einen Haufen Kohle über. Stellt euch mal vor, Elfmeterschießen, du brauchst halt nur immer wie fünf Bälle oder wie viel schießen die da? Fünf, ne? Andererseits, von der Insel waren ja auch drei Mannschaften dabei, ne? Schottland, England, Wales. Also ich glaube, bei der nächsten EM machen wir auch eine aus Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt. Jedenfalls, Italien hat gewonnen, finde ich ganz gut, weil ich darf diesen Monat noch nach Italien arbeiten und mich erholen. Freundlich begrüßt. Finde ich total cool. Ja, und habe ich war für euch, werde ich den immer sagen, und dann kriege ich dann den Grappa. Klasse, ich habe das Lenkrad auf der richtigen Seite, kannst du auch noch sagen, verstehe ich auch. Den Grappa, kostenlos oder so. Matze, du warst noch unterwegs die Woche? Warst du Bäume pflanzen oder was hast du denn gemacht? Warst du in Sachen Grün unterwegs? Ich war in Sachen Grün unterwegs, aber ja, hier, selber gucken. Leute. Hallo Matze. So, zweite Runde. Ja, Stefan. Ah, Matze, hey. Wir hier und ja, wir machen uns die Hände schmutzig. Und wir haben schon fast gedacht, hier kommen keine Jugendlichen heute, Stefan. Nee, haben wir fast gedacht. Haben wir fast gedacht. Guck mal, hey. Da kommen die ersten Helfer. 2 von 10. Ja, immerhin. Ne? Ja. Besser als gar nichts. Sonst, genau, jetzt geht's richtig los. Die große Pflanzaktion kann starten. Genau, es ist sonst der Überschuss an älteren Leuten ist natürlich etwas größer. Wenn ich gehe, wird er wieder geringer. Ja, ich bleib noch ein bisschen, dann bleibt auch noch ein bisschen. Ja, ich habe gerade gemerkt, du hast hier Kriebelmücken unten am Fußboden nah und ich bin ja, die haben wir importiert aus Schweden. Ja, schönen Dank auch. Ja, ist eine ganz seltene Rasse. Mir juckt's am Bein. Nee, jetzt also, ist ja alle gerettet. Zum Glück hat der erste Tag nicht funktioniert. Genau, also heute hier große Pflanzaktion, ein paar Ranken. Borkheide brummt und nun bald auch vorm Jugendclub. Ja, und Bein, das juckt. Das ich gehe nach Hause. Ja, ich hole noch mehr Muttererde. Genau. Viel Erfolg noch beim Pflanzen hier und dass hier vorne der Gartenbereich noch ein wenig aufgehübscht wird. Ja. Und dann natürlich auch erhalten wird, weil hier unser. Wir haben hier Grieselmücken. Wasserarm. Gebiet ist alles nicht so einfach. Tschüss. Bin ich mehr. Ja, Kina, ihr macht Borkheide schön. Ja, wir machen Borkheide schön. Die AG Grünflächen hatte die Möglichkeit, mit den Jugendlichen hier zusammen am Jugendclub das Beet zu begrünen. Und die hatten sich Hopfen gewünscht, damit es schnell zuwächst und ein bisschen Holunder. Also alles Mögliche, was wächst, was man nutzen kann. Ich habe noch ein bisschen Minze mitgebracht. Und jetzt sind die ganzen fleißigen Helfer hier und pflanzen das ein. Wir haben das beste Wetter dafür. Wir haben nämlich dann ordentlich Regen die nächsten Tage. Ja. Das muss die erste Zeit ordentlich gegossen werden, aber dann ist das sind das Pflanzen, die ganz, ganz gut hier in unserer Erde gegangen. Schön. Na dann, würde ich sagen, immer schon aufpassen und die Jugendlichen animieren, dass das ab und zu gegossen wird. Wasser ist ja da, ein Wasserschlauch haben wir schon gesehen. Mhm. Denn
viel Erfolg weiter beim Begrünen von Vorkheide. Danke. Danke. Okay, war im Jugendclub, war das ja, Kriebelmücken. Geh da nie wieder hin. Nicht im Kriebelmücken Sommer. Habt ihr gepflanzt? Ja, ich hab immer noch einen Stich am Bein hier. Und pflegen die das Zeug auch? Das hoffe ich doch. Ja. Ist übergeben und nun selber machen. Gut. Also, das war einmal die Geschichte im Jugendclub. Ihr seht, dort geht es nicht nur um Tischtennis spielen und Computerspielen oder so. Was machen die noch da? Musik hören. Musik hören. Ach, Musik hören. Und. Und da warst du am Samstag, da konnte ich nämlich nicht, da war ich in Potsdam mal wieder. Ich war in der großen, weiten Stadt gewesen, musste mich schön machen und bin in die Stadt gefahren, in die große, weite Stadt. Und du warst auf dem Flugplatz. Ich war noch mal ganz schnell hinten auf dem Flugplatz, genau. Da war so ein bisschen Trödelmarkt und ein bisschen, na, mit Drachenfliegen war nicht sehr viel. Kein Wind. Zumindest als ich da war. Aber ein kleines Stückchen Drachen ist sogar im Film drauf, wenn wir einen Film laufen lassen. Wir gucken mal rein. Also, war was los? Ja, ich musste auch weg. Zum Fußball. Zum Fußball? Nee. Das war auch Samstag. Ja. Jo, dann haben wir noch eine kleine Nachricht, oder so ein Tipp. Wer sich mal gerne so über die Baustellensituation hier im Amt Brück informieren möchte, der muss einfach mal bei Zauche 365 raufgehen. Einfach zauche365.de eingeben und der Andreas Tronschke, der ja die Seite macht, der hat mal die Baustellensituation da bildlich zusammengefasst. Könnt ihr euch mal informieren, wo hier überall kein Durchkommen mehr ist. Und das ist fast überall, außer im Burgheide. Hier fährt alles durch. Nach Belzig, Rom, Paris, Agner quasi. Ja. Genau, hier fährt alles durch Burgheide. Mittlerweile ist hier wie eine Autobahn. Hat er doch damals Stefan gesagt, ne? Ist ja wie eine Autobahn hier. Ein Verkehr. Ja. So. Hat er sich fleißig Arbeit gemacht, der Andreas. Könnt ihr euch mal anschauen. So, dann kommen wir mal zum Sport. Und da lese ich Schwimmen-Lernkurs am 2.8. Matze, kannst du noch nicht schwimmen? Was, ich? Ja. Doch. Wobei ich ja im Waldbad immer eher so, dass der bin, auf die Rettung schon mal dann aufpassen müssen, wenn ich ins Wasser gehe, das wissen die auch. Mhm. Und dem Waldbad wurde angeboten, dass bei uns ein Schwimmen-Lernkurs durchgeführt werden kann. Dieses Angebot haben wir natürlich gerne entgegengenommen und haben ab dem 2.8. ausschließlich für Vereinsmitglieder einen Schwimmlernkurs, geht über 2 Wochen, also 10 Termine. Und man kann sich dort, die Vereinsmitglieder werden schon gelesen haben, über E-Mail auch dann rückmelden. Also und, das wird dann, wer zuerst kommt, hat den Kurs sicher. Mhm. Rückantwort zählt, erster Eingang. Im Moment haben wir, glaube ich, schon 8 Plätze voll, also 2 könnten noch, wobei mit 8 würde es auch vollkommen ausreichen, weil es ist schon genug Trubel im Wasser mit 8 Kindern. Bis zu 10 Kinder werden aufgenommen und dann geht es los. Kann ich mich auch melden, machen? Ab 5 Jahren. Kann ich dann Seepferdchen machen? Ja, kannst du. Sport. Wir bleiben gleich noch beim Sport. Wir waren beim Fußball gewesen am Sonntag. Eigentlich sollte ja diese reguläre
eingeschobene Wettbewerb noch stattfinden. Linte sollte zu Besuch kommen nach Borkheide und wir haben dann festgestellt, als wir da aufgetaucht sind, Linte war gar nicht da, weil die haben irgendwie ihre Mannschaft nicht vorgekriegt. Deswegen war Redl da und da gab es halt einfach ein Freundschaftsspiel, BSV 90 gegen Redl. Und Chaka. Und Redl war so gnädig gewesen und hat Borkheide endlich mal gewinnen lassen. 1:0 für Borkheide ausgegangen und das Tor hat, wie heißt er? Tja, ich habe jetzt Alzheimer. Hättest du mal recherchiert vorher? Hätte ich mal vorher recherchiert. Geschossen, ja, da hat er geschossen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Irgendwer wird es ja, schreibt in die Kommentare. Mojo war es gewesen. Ja. Mojo hat das Tor geschossen. Stimmt. Mensch, ich bin noch gerade rechtzeitig. Du hast nicht hingeguckt, du hast falsch rumgestanden, als das Tor gefallen ist. Mojo hat das Tor geschossen. Herzlichen Glückwunsch, Mojo. Endlich mal wieder ein Tor. Und endlich was los. Jo, und bleiben wir noch beim BSV 90. Wie ihr vielleicht schon in der Facebook-Gruppe gelesen habt, gibt es momentan von der EMB, Erdgasmarkt Brandenburg, so eine Unterstützung für Vereine. Die sind 30 Jahre alt geworden, die EMB, und wollen 30 Vereine mit 30.000 Euro unterstützen. Wobei natürlich jetzt auf der Website der EMB, wir schmeißen übrigens den Link dafür, wo ihr dann klicken könnt, nochmal ganz unten rein. Es bringt jetzt nichts, den hier reinzusetzen. Am besten gleich klickbar unten in der Beschreibung von unserem Video. Haben die so einen Wettbewerb, wo die Menschen der Region oder der Vereine oder der Orte ihre Mannschaft nach oben pushen können. Es sind momentan 188 Teilnehmer, also Vereine. Und Borkheide habe ich gesehen, also der BSV 90 ist auf Platz 24 momentan. Ja, genau. Ja. Und die steigen oder fallen, je nachdem, wie viele Leute immer auf den Link klicken. Und das muss man tatsächlich, es läuft noch 13 Tage, dann ist Finale. Du hast doch gesagt, es geht hier um den Sportverein Borkheide. BSV 90, ja. Sportverein. Da gibt es ja noch mehr Vereine. Gibt noch mehr, aber da führt der Link hin. Genau, der führt natürlich direkt auf den Sportverein BSV 90, wo ihr raufklicken könnt. Und ihr müsstet faktisch täglich die 13 Tage darauf klicken, damit die da oben bleiben oder weiter steigen. Und was sagen wir euch nicht weiter? Man kann auch zweimal klicken. Handy und Computer. Ja, einmal online und einmal WLAN. Und dann könnt ihr die Mannschaft pushen und dann kriegen die ein bisschen Geld, was die Vereine ja immer brauchen und fließt dann natürlich auch in Jugendarbeit und. Also das ist halt für eure Kinder auch. Also einfach mal den Link, den wir euch hier unten drunter setzen, mit anklicken, beziehungsweise bei Facebook findet man den auch und beim BSV 90 findet man den auch. Sind natürlich noch ein paar andere Vereine da, aber logischerweise machen wir hier Lokalpatriotismus und sind für den BSV 90. Ja. Yep. So, dann sind wir jetzt schon fast durch. Jetzt fehlt nur noch das Matze-Wetter, Matze. Schön warm heute, ne? Schön warm heute, ja. Na, ist angenehm. Ja, bleibt auch bis Dienstag so. Haben wir heute Montag? Heute ist Montag, ne? Heute ist Montag. Bis Dienstag. Für mich ist morgen Freitag. Man muss ja nach dem Urlaub nicht die ganze... Man muss ja nicht nach dem Urlaub gleich die ganze erste Woche mit Arbeit versauen. Irgendwann mache ich falsch. Ich war dieses Jahr noch nicht im Urlaub gewesen. Nee, du hast den ganzen Tag Urlaub hier. Ja, von wegen. Jetzt behaupten die Leute immer, dass ich einen Urlaub habe. Die sind nur, weil man nicht sieht, was ich tue. Ja. Soll ich Ines fragen? Die sagt auch ja. Ja, nein, sagt die nicht. Ja, werden wir nachher gleich klären. So, bleibt so ein bisschen durchwachsen. Mittwoch kann es nochmal regnen, bis Freitag auch nochmal ein bisschen. Aber es sind jetzt nicht mehr die großen Regenmengen, wie sie in der letzten Woche hier so, letzte Woche. Da kam ja doch einiges an Regen runter hier. Mhm. Ist ja auch mal ganz gut fürs Grün und für die Waldbrandstufe. Ja, und nach dem kleinen Temperaturknick am Freitag um die 23 Grad geht es dann Samstag, Sonntag wieder um die 25 Grad nach oben. Aber das ist ja schon wieder weiter als 3 Tage hin. Erstmal bleibt es ein bisschen durchwachsen, aber nicht wirklich kalt. Jo, aber bei dem schönen Wetter wächst natürlich alles super. Und wie ihr hier sehen könnt, das haben wir natürlich auch als Titelbild, das ist ein super geiler Obstteller, den meine Frauchen da draußen zusammengesammelt hat. Der wächst hier bei uns überall. Also es ist nicht mal so Beet, oder? Wir haben einfach so eine Ecke, da ist alles drin. Was sagen die Nachbarn dazu, wenn du da alles absammelst? Na, frag mal lieber, was Chili dazu sagt. Die hilft nämlich beim Absammeln. Die futtert das Zeug auch gerne. Aber so schwarze Johannisbeeren und als super Teller, ja. Aber das ist total lecker. Mein Fräuchen hat Marmelade draus gemacht. So Leute, nächstes Mal machen wir auch das Fenster zu. Ne? Die Autos nicht mehr hier durchs Programm fahren.
Ach, siehst du, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass das offen ist. Okay, also hört ihr das Rauschen hier, ja, das ist natürlich der große Verkehr, den wir zu ertragen haben, mindestens noch bis Ende. Den wolltest du ja auch mit in den Film reinbringen, dass man sagt. Bis Ende des Jahres müssen wir das ertragen. Gut, so, dann das, machen wir einen Schlagbaum wieder zu. Du willst also wieder in Urlaub für 3 Tage? Ja, so ein bisschen. Aber Montag bist du ja wieder da. Ja, ja, ja. Und natürlich für alle, die noch Ferien haben, schöne Ferien. Wir wünschen euch natürlich Top-Wetter, auch wenn immer wieder mal Regen kommt. Trotzdem warmes Wetter, viel Spaß im Urlaub, wo immer ihr euch gerade rumtreibt. Und wie gesagt, wer möchte, kann uns einfach auch mal einen Gruß schicken von JWD oder so. Und wir veröffentlichen den auch, wenn ihr möchtet. Also, bis nächsten Montag. Sagen euch wieder Tschüss, hier der Matze und Lutze. Und bye-bye. Tschüss.